Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter Mafia 3. Und in heutiger Folge müssen wir reden mit der Stimme. Ja, wir müssen zu dieser Stimme fahren. Keine Ahnung, was das ist, wer das ist, die Stimme. Komischer Name. Spitzname komisch. Also, das war gleich ein Weg. Nicht schlecht, ey. Ja, ich habe ein anderes Auto, weil ich bin noch in dieser kleinen Zwischenpause, bin ich hier zu unserer Garage gefahren, also zu unserem Haus, und dann im Tresor das ganze Geld weggelegt, damit, falls wenn wir sterben, nichts verlieren geht. Lincoln, du bist Aha. ein erfreulicher Anblick. Hier ist diese Stimme. Lavo, ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Wohl wahr, verdammte Scheiße. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlas Laden. So ein Arsch namens Merle schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an den ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er rauskommen und sich um mich kümmern. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlas Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Ich sag dir, wenn's erledigt ist. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer. Waren immer anständig zu mir. Was für ein Lager hat er hier? Abhörsystem, alles, Mikrofon. Ich glaube nicht, dass er Let's Plays macht. Okay. Geschäfte ruinieren. Locker Malice. Alles klar, wir müssen sein Geschäft ruinieren. 15.000. Befreien die Zugehörige. Also, wir müssen die Mädchen befreien. Ich guck mal, das habe ich Knopf. Wo ist dieser Laden? So, wir müssen hier hin. Ziel. Okay, Ziel habe ich angezeigt. Zack, reinspringen. Moment. Ja, das habe ich gewundert. Ich habe gesehen, dass irgendwas hier gelbes ist. Ja, und ich habe mich gewundert. Ich gucken. Was ist das? Elektroteile. Ich glaube, ja. Oh, das war Elektroteile. Ja, 7 Stück habe ich jetzt. Ja, krass. Die Frage ist nur, für was braucht man diese Elektroteile? Okay, 300. Ja, 300 Meter braucht man bis zu diesem Ziel. Gucken wir mal, was für eine da Bordell hat er aufgemacht. Machen wir ihn platt dann. Befreien die Mädels. Apropos, ja, ich spiele auf schwer. Oh, der Auto ist schon da. Unsere Einkaufswagen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ja, Munition brauche ich nicht. Ich habe nicht geschossen. Alles klar, gehen wir rein. Ganz normal. Ganz gemütlich. Ja, hallo? Ich glaube, sie wollte was von mir. Mr. Lavoe hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig. Mörds Leute sind hier überall. Mach ich, danke. Alles klar. Mörds Leute sind überall. Ja, der ist besoffen. Hier ein Poster. Jawohl, ein Bild.
Ein sehr schönes Bild haben wir mitbekommen. Was gibt's hier? Eine Pistole. Feindliche Zone. Oh, ich muss aufpassen. Gegner? Nur oben. Zack. Schön von hinten. Jetzt muss ich mir Niggermusik an. Hippie-Musik. Lauter solchen Schreien. Du hättest es ja einfach ausschalten können. Wo läuft der hin? Das ist mein gottverdammtes Radio. Nicht das von irgendeinem geheimnisvollen Nigger. Dann weiß ich nicht, was ich dir sagen soll, Junge. Keine Ahnung, wo ist der hingelaufen? Du musst doch endlich lesen lernen. Da ist noch einer. Lass dir ein bisschen was von dem Geld hier geben. Okay, der eine kommt her. Zack. Und ciao, Kakao. So, wo sind die anderen? Himmel, Herrgott, schau dir die an. Der eine da irgendwo. Bisschen gucken. Zack, schön von hinten. Und du auch. Jawohl. Machen wir ein bisschen hier sauber. Damit keine Leute kommen. Und mich angreifen plötzlich. Ich glaube nebenbei ein bisschen Geld. So geht's besser. Wir haben schon 1500 gesammelt. So schnell wird man reich hier in diesem Spiel. Hier stand doch einer. Ah ja, da kommt er. Wo läuft er hin? Wohin hat er so eilig? Ich verfolge mal ihn. Ah, Toilette. Zack, fertig gepinkelt. Ich gehe mal kurz auf andere Seite. Ich habe da einen gesehen. Ich hoffe mal, der sieht mich nicht. Gibt Stress? Kommt jemand? Macht Stress? Ich glaube nicht. Okay, okay. Hab vergessen, dass du auch hier geboren und groß geworden bist. Mhm. Vierte Generation. Und ganz im Ernst. Der Laden, wo Mickey hingegangen ist, war goldrichtig. Da gab's Etouffee wie bei Muttern. Ich wette, ihr Gumbo war auch gut, hä? Oh Mann, ihr Gumbo, ihr Jambalaya, rote Bohnen mit Reis. Meine Mama kann ums Verrecken nicht kochen. Konnte sie noch nie. Wahrscheinlich bist du deshalb so ein Knochengestell. Knochengestell, ja, genau. Zack. Geld mitnehmen. Wo ist der andere hin?
Sarg mitnehmen, Nana. Und ciao, Kakao. Ich mache ein bisschen diese Laden dicht. Hier, mit Leuten. Nicht, dass ich, wenn ich diese Mädchen freilasse, die fangen an zu schreien. Und dann kommen die ganzen Gegner noch entgegen. Ich habe keinen Bock auf Schießen. Weil, wenn die anfangen zu schießen, dann bin ich ruckzuck tot, ey. Und das will ich nicht. Zack. Bisschen Geld noch nebenbei sammeln. Mitnehmen. Jawohl. Das liegt bestimmt irgendwo draußen. Okay, okay. Raus hier. Ihr alle. Notiz. Notiz lesen. Wir kommen hier nur raus, wenn wir Mädels zusammenhalten. Haltet durch, wir werden schon bald wieder zu Hause sein. Alles klar, ja, Mann. Wir werden schon bald wieder zu Hause sein. Nein. Was willst du? Die steht da. Na, ja, ne, klar, nein. Was guckt ihr da? Was schreit der sich denn an? Dem geht's gut. Alles perfekt. Hier kann ich nicht reingehen. Okay. Ich guck mal auf andere Seite, was da gelb so leuchtet. Ah, das sind die Mädels. Okay. Okay, okay, alles klar. Wir machen hier gleich Mädels befreien. Medikit. Okay, alles klar. Machen wir Mädels befreien. Muss man die Tür knacken, okay. Ja, kein Problem. Zack. Die erste Tür ist auf. Oh Gott. Die wollten... Sobald du hier raus bist, geh zu Cassandra. Ja, geh zu Cassandra. Notiz. Ich lasse mich von dieser Laden hier nicht fertig machen. Ein Tag nach dem anderen. Aber ich habe keine Zweifel, dass ich meine Familie wiedersehen werde. Alles klar. Pierced Heart, sie hilft dir. Ja, sie hilft. Auf jeden Fall. Noch einen Tür knacken. Zack. Direkt beim ersten Mal. Ohne Probleme. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins Pierced Heart gehen. Danke, danke dir. Danke, danke. Danke. Immer wieder gerne. Hier liegt noch Geld. Ja, ja. Ich plündere seine Kasse. Bruder, Bruder, ganz ruhig. Du musst es einfach sanfter angehen lassen. Wie soll ich das denn anstellen? Dieses verdammte Tier fühlt sich ja auf, als wäre ich schuld an seiner Heroinsucht. Musst ihn ja nicht gleich platt machen. Das muss man dem alten Nigger lassen, der das Hollow regiert hat. Der hatte seine Leute im Griff und hat nicht so viel Unruhe verbreitet. Wenn scheiß Richie bloß dasselbe täte. Ja, also ich werde vor keinem Nigger buckeln, nur um ein bisschen Dope zu verticken. Abwarten. Zack.
So, wir müssen dann eigentlich nur noch eine Mädchen befreien, aber irgendwie habe ich hier alles schon sauber gemacht. Ganze Laden. Okay, hier komm ich nicht durch. Ja, seine Waffe brauche ich nicht. Ich habe genug Munition. Ich guck mal hier, wohin das führt. Okay, abgeschlossen. Ja, okay, dann gehen wir mal befreien das letzte Mädchen. Wo ist sie? Hier. Hallo? Ja, wohl. Ja, der hat es nicht mal gesehen. Ja, habe ich gemacht. Problem damit oder was? Sieg Charlie. Ah, sag Charlie. Es war eine gute Woche. Ronnie hat Zeug für etwas 5 Riesen verkauft. Gene hat etwas 7 Riesen reingebracht. Das sollten uns. Alles klar. Drogennotiz. Zack, zack. Geld, Geld. So, verbleibender Schaden 3000. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich habe ihn schon komplett ausgeraubt. Was soll ich jetzt tun? Nur diese eine habe ich nicht gefunden, wo das liegt. Aber sonst habe ich alles aufgeräumt hier. Vielleicht ist das draußen oder so. Ich habe hier jeden Weg gemacht. Jeden. Kein einziger hier ist mehr. Ich habe alle Geld mitgenommen, was es gab. Was gab es hier zusammen? Ah, das ist diese Elektroteil. Das ist unwichtig. Ja, okay, dann gehen wir raus. Ich weiß nicht, wo ich was noch finden kann. Ich gehe mal zum diesen Donovan. Ah, hier kann ich. Garage. Gucken, was vielleicht Geld im Garage versteckt. Nein, kein Geld im Garage versteckt. Ich habe mir schon gedacht, der hat Geld im Garage versteckt. Ja, okay. Ich schnappe sein Auto. Also, weiß ich, von wem ist das Auto? Und fahre zum Boden. Alter, der spuckt, Alter. Naja, nicht spuckt, sondern macht ein Furzgeräusch. Die Felsen sind da. Alter, so eine Karre, Alter. Richtig halt. Eieiei. Unfall. Kleinen Unfall gemacht. Warum soll ich wohl hierher kommen? Naja, okay, egal. Wenn das angezeigt wird, dann gehe ich rein. Oder gucken kurz. Der wartet schon auf mich da.
Also das ist doch Mission, was ich weitermachen soll. Telehollow. Rede mit Donovan. Okay, das machen wir. Die Stimme. Die Stimme will. Okay. Der Bargeld muss ich auch mal loswerden. Okay, liebe Freunde, bevor ich da reingehe, ich mache mal jetzt hier kurze Pause. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, diese Folge. Abonnieren und liken nicht vergessen, falls ihr neu seid. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Petrovic Let's Plays. Tschüss.